Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Kurz vorab, bevor ich anfange hier, ich will versuchen, so ein paar Sachen auf meinem Kanal zu ändern. Zum Beispiel jetzt meine Begrüßung halt. Weiß ich noch nicht, ob ich das auch so lassen werde. Ich will mal gucken, wie das so ankommt bei euch. Und ich nehme das hier gerade auf, obwohl ich die anderen Folgen noch nicht hochgeladen habe. Denn ich dachte mir so, ja, warum sollte ich warten, bis ich Kommentare bekomme? Wenn ich erstens mega Bock habe, das Spiel weiter zu spielen. Und zweitens, ich eh wahrscheinlich keine Kommentare zu bekommen werde. Zumindest bekomme ich selten Kommentare. Und ja, wahrscheinlich ist es daran, dass ich noch nicht so wirklich groß bin. Als YouTuber. Deshalb werde ich jetzt hier ein paar Bonuspflanzen kaufen. Zum einen kaufe ich hier die Stinkmorschel. Bams. Und der Goldmagnet-Pilz-Ding. Ne, ist kein Pilz. Ja, auf jeden Fall das Ding. Ich werde auch das hier kaufen, damit ich euch das zeigen kann. Und dann machen wir weiter mit. Ja, mache ich hin und wieder mal was. Shutterspiel, by the way, auch jeden Tag mal so, damit ich halt den Sandgarden weitermachen kann, damit ich Geld farmen kann. Und jetzt kommt zum Geldfarmen, da kommen wir jetzt gleich zu. Außerdem weiß ich jetzt, dass die goldene. Ja, ein Platz an der Sonne, dass die goldene Sonnenblume so gesehen die 100% sind. Der Rest sind Achievements. Mal gucken, ob ich die auch machen werde. Aber wir werden auf jeden Fall die goldene Trophäe holen, ja. Und dann machen wir weiter mit das letzte Gefängnis. Das habe ich ja in der letzten Folge aufgehört. Also halt nicht gemacht. Dafür habe ich die Nussballing 2 gemacht. Denn das letzte Gefecht. Ich kann nicht reden. Da kämpfen wir nochmal gegen richtig viele Zombies. Und was wir machen müssen, ist gegen die zu gewinnen innerhalb von 5 Flaggen, so heißt das hier, 5 Runden, 5 Wellen. Ja, was wir dazu jetzt nehmen werden, ich guck kurz, was war da noch mal genommen. Ich werde nämlich eine Taktik zeigen, wie man am besten Geld formen kann. Da ist die, zack. Die hier, der Goldmagnet und was die Stinkmorschel macht, das werde ich euch gleich zeigen. Keine Angst, das mache ich gleich. Das brauchen wir. Und so. Denn sonst ohne diese Taktik wird es sehr schwierig, es zu schaffen. Plus diese Taktik zeigt euch, wie man richtig viele, wie viel Geld machen kann mit der Ringelblume. Okay. Dieser Spielmodus hier ist das letzte Gefecht. Wir können jetzt wir haben jetzt am Anfang 5000 Sonnenenergie und können jetzt ganz viel platzieren, wie wir wollen, ja. Auch ganz viel, ihr seht schon, wir können die ganze Zeit, es lädt nicht auf, noch nicht, das ist gleich in der Nacht im gefährlichsten, lädt es aber dann weiter auf. Ich muss kurz rausklicken, ich muss hin und wieder mal auf das gucken, damit ich sehe, wie das aussah. War es richtig so? 5 Reihen muss ich sogar machen. So, das ist nämlich eine gute Taktik fürs Geldfarmen. Ich zeig euch das. So, dann machen wir die Reihe, glaube ich, noch. Richtig? Ja? Ah, ja, okay. So, die Reihe. Noch mit Ringelblumen vollfüllen. Hier und hier. Ich glaube, das ist jetzt von einem anderen YouTuber, aber ist mir egal. Die meisten machen das, by the way, so. Oder halt etwas anders. Ich habe überall gesucht, so ungefähr, und die meisten machen das so, wie ich es jetzt hier mache. Deshalb machen wir das auch so. Okay, gut, das kann ich mir merken. Zasch, ja? Die beiden kriegen das auch nochmal. So, und jetzt passt auf. Hier ein Magnetpilz. Goldmagnet draufsetzen. Dann braucht man nicht extra die Kakaobohne draufpacken. Was der Goldmagnet macht, er macht das gleiche, was der Magnetpilz macht. Aber er sammelt Gold auf von denen. Das heißt, wir müssen nichts unbedingt drücken. Wir müssen einfach gar nichts drücken. Wir können abwarten und chillen und zuschauen. Das ist nice. Jetzt packen wir die hier überall hin. Wie hat er den gepackt? 4 Stück an jeder Seite. So, was wir noch machen müssen, ist die beiden beschützen am besten. Soll er noch jemanden beschützen? Nein, okay. Ich habe alles richtig. So. Leute, das ist die ultimative Taktik. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn da einpacken. Egal.
Was wir machen müssen ist, bam, die Stinkmuschel drauf tun. Jetzt fragt ihr euch, hey, das sieht ja eigentlich voll kacke aus, wie soll das funktionieren? Was macht die Stinkmuschel denn überhaupt? Ja, was die Stinkmuschel macht, Leute, die Stinkmuschel, die schießen alle Richtungen. Eigentlich finde ich es kacke, das Viech, aber es ist gar nicht mal so schlecht, so. Vor allem für sowas. Ja, jetzt habe ich das leider hier falsch gemacht, aber egal, es wird schon funktionieren. Ich werde mal den Baustein wegtun, ihr könnt ja jetzt selber zuschauen und die Geräuschkulisse genießen und so. Normalerweise ist das so, die dürfen hier nicht in die Reihe sein, deshalb sind hier die ist das Knoblauch hier. Das hier ist halt, damit ich Geld farmen kann währenddessen. Und ihr seht ja schon, das killt die halt. Oh, schön, die 60 FPS hier. Oh. Ich werde das gleich hier unten nochmal ändern nach der ersten Welle. Ich weiß nicht, ob es noch schwierige Versionen von diesem Fechte gibt. Aber beim ersten Mal auf jeden Fall, zumindest beim ersten Mal durchspielen, ist es halt nur 5 Wellen, so sage ich mal. Ja? 5 Flaggen sagen wir dann so zu. Aber für mich sind es Wellen. Und ihr seht es ja schon, die Goldmagnete, die machen alles für mich. Und oh, eigentlich ist das eine richtig gute Taktik, nur es hat mein Geld jetzt rausgeschmissen. Ich habe jetzt mein Geld rausgeschmissen, was jetzt vielleicht nicht so gut ist. Aber früher oder später habe ich ja eh alles im Spiel. Dann am Ende habe ich das Spiel durch. Und ja, das ist ja das Ziel, das Spiel 100% durchspiele. 101%, 102%, 205%. Wir sind ja bei Donkey Kong. So viele Prozente gibt es hier. Okay, jetzt können wir Probleme bekommen. Weil da unten der fast kaputt ist. Den muss ich auf jeden Fall noch machen. Ja. Ging ja jetzt. Nämlich. Ja, komm, ja. Ich helfe dir mal hier beim Einsammeln. So. Jetzt könnt ihr ja nichts einsammeln. So. Erste Welle verteidigt. Erste Flagge. So. Leute. Man kriegt immer so ein bisschen, nicht viel, aber so ein bisschen Sonnenenergie kriegt man immer nach einer Welle dazu. So, und was wir jetzt machen? Wir machen die beiden weg und packen zwei neue dahin. So. Und dann würde ich sagen, können wir weitermachen. Ja, dann machen wir weiter. Das machen wir jetzt. Solange bis hier, bis wir es hier 5-mal geschafft haben. Nochmal ganz kleiner Tipp, die Goldmagnetpilze, die sammeln nur Gold ein, die sammeln nichts anderes ein, die sammeln nur die silbernen Münzen und die goldenen Münzen ein. Wenn da jetzt irgendwo zum Beispiel eine Topfpflanze liegt oder wenn da jetzt irgendwo ein Diamanten liegt, dann müsst ihr das selber einsammeln. Außerdem müsst ihr trotzdem auf das Gameplay achten, weil manchmal kann es sein, dass die Kürbisse dann kaputt gehen. Wenn die kaputt gehen, dann werden die aufgefressen. Deshalb, wenn ihr mal seht, oh, kacke, da ist mein Kürbis kaputt, dann müsst ihr auf jeden Fall wieder neu raufbauen. Und ihr müsst so oder so drauf gucken, weil sonst das Spiel denkt, oh, ihr seid gar nicht da, hey, klick auf mich drauf. Ja, ihr wisst ja, wenn man rausklickt, dann sagt das Spiel ja sowas. Das hat man ja schon oft bei mir gesehen. Aber ja, ich wollte es nur ganz kurz nochmal erwähnen. Ich kann euch aber sagen, dass die letzte Welle, also die 5. Tag, was auch immer, die ist die schwierigste. Die anderen hab ich immer geschafft, die sind nicht schwer. Aber die 5., die ist brutal. Aber dafür ist es halt auch die letzte. Zumindest jetzt hier. Und soweit ich weiß, ist das ja auch die beste Taktik im ganzen Spiel, Geld zu farmen. Das, was ich gerade hier habe. Das werde ich auch wahrscheinlich offscreen die ganze Zeit machen. Ja, ich 100% und so. Oder nein, warte, ich glaube, die Goldmagnete, die sammeln halt nur Geld und nicht die Helme und so. Okay, sorry, dann habe ich mich da getäuscht. Ja, die hier sind nur dazu da, damit man AFK bleiben kann und dann sammelt die das Geld fallen ein. Braucht ihr nicht ganz an meinen Klicken hören. Und manchmal überleben halt die Zombies. Und deshalb haben wir die Kürbisse drin gepackt. Damit, falls sie es trotzdem irgendwie noch durchschaffen, dass sie die halt nicht sofort essen können. Die müssen erstmal den Kürbis aufessen. Und was ich noch nicht gezeigt habe, man kann jetzt mit diesem Verbandskasten, sobald hier zum Beispiel eine Walnuss oder alles andere, was halt am Schützen ist, zum Beispiel der Kürbis oder die Hochwalnuss, dann kann man es einfach so drauf platzieren. Ja. Ich dachte eigentlich, das geht nur mit der normalen Walnuss, aber das geht mit allen
Schutz-Items, Schutzpflanzen. Und ich bleib immer noch dabei, dass ich das kacke finde. Und ich finde, es sollte eigentlich eine ganz normale Spielmechanik sein und nicht irgendwas, was man in den Shop kaufen muss. Aber auch okay. Auch okay. Aber ja, weiter geht's. Dritte Welle. So. Sobald ich die letzten vier Modi, die letzten vier Minigames, meine ich, sorry, durchgemacht habe und die Rätsel, soweit ich weiß, gibt es auch nur zwei verschiedene Rätsel und die gibt es aber viele verschiedene Level, habe ich gerade gesehen. Bin mir auch noch nicht sicher, aber auf jeden Fall machen wir das noch in den nächsten Folgen. Sobald ich das durch habe, werde ich einen Überlebensmodus probiert durchspielen und euch zeigen, wie man den Yeti-Zombie findet, ja. Den findet man nämlich, soweit ich weiß, im vierten Bereich, Abschnitt 10. Also dieses Stromausfall-Level da, ihr wisst schon, was ich meine. Soweit ich weiß, kann man den nur bekommen, wenn man den Überlebensmodus schon einmal durchgemacht hat und dann wieder an die Stelle kommt. Von da habe ich doch nichts falsch gemacht. Was dann gut ist, ja. Und falls ihr zum Beispiel irgendwo hier seht, dass ein Kürbis fast kaputt ist, dann ist es gut, dass wir die Walnuss da gekauft haben, weil dann können wir nämlich die Verbandskasse. Ja, das ist Verbandskasse nächstes, ne? Ihr wisst, was ich meine, Mann. Ich kann nicht reden, ich bin dumm. Sorry. Sorry. Die Stinkmasche, ich bin nur so ein Fan von der, weil ich jetzt weiß, was der richtige Sinn von der ist. Weil vorher dachte ich so, ja, die ist doch eigentlich voll lame. Aber wenn man so macht, wie ich es jetzt hier, dann macht sogar Sinn. Hey! So, was ich noch machen muss, hier vorne ist Kürbis kaputt gegangen. Naja, ich meine Knoblauch, sorry. So langsam geht hier ein Kürbis kaputt. Muss ich gleich mal passen? Okay. Oh, so. Noch irgendjemand ausgetauscht werden? Nö, das passt, glaube ich. Können wir im Kampf ja nochmal austauschen. Und dann geht's. Aber wenn wir jetzt hier im Kampf irgendwas austauschen, ist es ganz normal mit dem Aufladen hier so. Ja. Ich bin auf jeden Fall schon mal gehypt, welcher man am Ende das Spiel komplett 100% durch hat. Ha! Das ist bestimmt ein tolles Gefühl. Der beste Pflanze gegen Zombies jetzt Player ever werden, Leute. Bams! Ich glaube, ich bin sogar der einzige Deutsche, der das Spiel. Oder allgemein einer der einzigsten oder der einzigste? Weil, keine Ahnung, der das Spiel 100% Let's Played hat. Also wirklich 100 und 100%. 100. 100. Was schon krass ist, wenn man sich das dann so überlegt. Das ist schon ziemlich krass eigentlich. Die meisten Leute, die machen ja auch nur. Oh, warte. Die meisten Leute machen ja auch nur ja Überlebensmodus und dann war es das schon, was ich lame finde. Also nur Überlebensmodus, komm, das kann jeder, das ist langweilig. Wisst ihr? Ich mache nur mal eine Schippe drauf, ich mache aber alles. Und hier unten sehen wir es schon. Wenn das gleich. Wir können einfach so draufpacken. Seht ihr ja schon, es leuchtet so. Mit Verbandskasten können wir das draufpacken. Mache ich jetzt auch. Bam, damit ich euch zeigen kann. Das ist dann natürlich auch gut, dass hier das Knoblauch ist, weil würden die hier durchkommen, dann macht er ja nicht so viel Damage, als würden die hier durchkommen, weil da sind ja so viele. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ich bin so eine Nervensäge, ich muss mal aufhören. Help! It's time for a change. Okay, so, jetzt kommt die letzte Flagge, mit der ich Angst habe. Ich würde sagen, wir wechseln die mal aus. Weil die sehen mir so aus, als würden die gleich anfangen zu heulen. Das will ich natürlich nicht. So, letzter Angriff. So, und jetzt wird's krass. Nämlich, wenn das gleich ungefähr hier so ist, kommen so richtig viele. Richtig viele und die sind auch richtig krass. Ja? Stellt euch das hier vor, aber in jeder Reihe ungefähr. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie finde ich. Irgendwie ist das halt richtig krass gemacht worden. So. Oh! Hey! Ja, das kann auch manchmal passieren, weil ich es noch nicht gesagt habe. Oder falls man noch nicht gesehen hat, ich weiß nicht. Aber manchmal können einfach so Geschenke sein. Oder Items allgemein. Und dann sind da halt Sachen für den Zen-Garten. Zen-Garten ist halt auch für Geld. Ist halt so nebenbei Geldmacherei. So. Wisst ihr, was ich meine? Ich hab schon wieder gesagt, Alter, ich bin so kacke, sorry.
Egal. So, jetzt seht ihr das schon. Jetzt wird's richtig krass. Das ist jetzt richtig heftig. Easy peasy, easy Macherei. Aber ich werde ja eh noch mal eine Bonus-Episode irgendwann am Ende machen, wo ich euch alle Dippy Daves Pflanzen zeige. Oh, fuck, der Leiter-Zombie. Wenn der mich erreichen würde, ne? Dann wäre alles kaputt. Aber ihr seht's da oben, bam. Down. So, das ist jetzt hier das Schwierigste, aber wir haben es geschafft. Das ist nämlich ganz easy mit der Taktik hier. Und ich kann es euch nur empfehlen. Natürlich müsst ihr dann wirklich Geld haben dafür. Aber ich meine, ihr könnt den Modus auch so ganz dann spielen und das ja so ein wenig nachbauen oder was auch immer. Ihr könnt auf jeden Fall ein wenig Geld farmen. Ich meine, die hier sind ja auch nicht unbedingt nötig. Was nötigste ist einfach die Stinkmorschel. Die kostet 7500, weil ich weiß. Ich habe es ja vorhin am Anfang der Folge gesehen. So. Jetzt habe ich aber leider schon 15 Minuten. Lol. Rache des Dr. Zombo. Oh, das Finale. Das Finale, okay. So, wir haben noch Zombotanik 2, was einfach Hardcore-Mode von Zombotanik ist. Pogo Party, weiß ich nicht, weiß was es ist. Und Rache des Zombos, weiß ich nicht, glaube ich, was ganz Schwieriges. So, aber ich weiß nicht, ob wir noch Zombotanik schaffen. Eigentlich schaffen wir es nicht. Wir können Pogo Party machen. Das, glaube ich, packen wir noch. Das ist, glaube ich, nicht wirklich was. Ich habe mir kurz angeguckt. Es sind einfach nur überall Pogo-Zombies. Ich glaube, das wird nicht krass, oder? I don't know, man. Zack. Die Standardviecher packen wir einfach rein. Passt schon. Das auf jeden Fall, meine ich. Und dann versuchen wir es mal. Auf die Plätze, fertig, pflanzen. Go. Kann sein, dass die Folge jetzt nicht länger wird. Aber das machen wir jetzt durch. Habt ihr Pech gehabt? Lul. So. Die hier brauchen wir. Die sind eigentlich unnötig. Warum habe ich die mitgenommen? Keine Ahnung, aber okay, habe ich halt. So. Ich kriege sogar extra Zeit. Das finde ich sehr, sehr sozial. So, gib mal hier Sonnenenergie. So, die kommen gleich. Die kommen gleich. Ich pack erst welche hin, wenn ich die sehe. Wenn die kommen. Sonst sonst ich das halt noch nicht. Schnell! Nein! Ich hab jetzt schon verkackt. Oh lol. Oh. Okay, ja, ich habe den Modus, glaube ich, falsch verstanden. So, das hier brauchen wir. Dann brauchen wir die hier. Weil die können da nicht rüber. Nee, die können da nicht rüber. Die hier brauchen wir eventuell die noch, wenn wir es können. Die können wir vielleicht noch mitnehmen. Nehmen wir die noch mit. Ja, passt. Okay, sorry, Leute. Ich hab gerade falsch verstanden. Ich dachte, die werden halt nicht so schnell. Ich dachte, die springen so zack, zack, zack. Ach, keine Ahnung, was ich dachte. Ich bin doof. Doofkopf. So, zack, gib mir. Ich würde sagen, wir packen die auch dahin. Was brauchen wir? 150. Okay, dann spare ich bis 150. Und dann brauchen wir nochmal 100. Also 250 eigentlich. Okay. Warum habe ich auch den als erstes platziert? Das war irgendwie dumm von mir. So, jetzt habe ich genug. Passt. Komm schon, gib mal wenig Sonnenenergie. Die kann ich gut gebrauchen hier. Oh yeah. Wir werden nicht verlieren, ihr seid alle Noobs, ihr könnt doch einfach nichts.
Ich würde sagen, wir machen die Reihe Doppelsonnenblumen. Die Reihe Ringelblumen. Wo habe ich den hingepackt? Ich habe den nicht dabei. Ist das dein Ernst? Na gut, dann mache ich das einfach die hier. Also die hier mache ich einfach dann so. Passt. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber egal, ich habe ja vorhin gesehen, wie ich Geld machen kann. Das werde ich auf jeden Fall immer wieder machen. Und ich werde jetzt nicht mehr aufnehmen. Ich gebe mal hier genug, damit ich gleich... Die kommen immer nach oben? Warum kommen die immer oben? Ist das normal? Oder habe ich einfach Glück, sage ich mal. Aber ich muss den auf jeden Fall gleich wieder hinpacken. Weil die sind nicht schnell genug, um die zu killen. Melonen könnte ich am Ende noch hinpacken, wenn ich es schaffe. I don't know. Mal schauen. Kacke, kacke. Okay, so jetzt brauche ich noch schnell 100. Please, er liegt 100. Dankeschön, zack. Ach, wie langsam der ist. Warum sind die so langsam? Sag mal schneller, ey. Boah, ey, sag mal schneller. So. Da unten. Nein! 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 Oh Gott, das war knapp. Holy Pepper. Oh mein Gott. Killt den kleinen Zombo-Dombo. So, wenn wir jetzt sterben, dann, mach ich ihn weg. Hau ab. Und ich kann mich jetzt gerade nicht kümmern. Okay, da passt's. Ich würde sagen, wir machen noch eine Doppel-Sonnenblume hin. Von unten. Dein Ernst. Ja, jetzt habe ich verkackt. Nein! Ich wollte, dass er ihn frisst. Ich bin so langsam. Warum bin ich so lahm? Sorry. Is it too late to say sorry? So. Das war gerade mega dumm von mir. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Ich war irgendwie komplett brain out. Keine Ahnung. Hey. Hilfe. Was ist mit mir? Was ist falsch mit mir? So verreckt man ja. Drei Wellen. Oh Gott, die Folge wird zu lang. Die Folge wird echt richtig lang. Vielleicht können wir das irgendwie vorspielen oder so. So, wo kommt denn welche? Da kommt ein normaler Zombie, das heißt, haben wir hier so einen hin. Bam, 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 bam. So, nice. Dann mache ich hier die Reihe nämlich von denen hier und die Reihe Melonen. Hätte ich Bock drauf. Boah. Nö, da kommst du nicht durch. So, jetzt sind wir überall geschützt. Kill ihn doch, hallo! Das ist ein ganz stinknormaler Zombie. Ich wollte schon sagen, ey, hätte der jetzt nicht gekillt, das wäre ja mega peinlich gewesen, Mann. Erstmal auslassen hier, dann kannst du raus. Hol den anderen Job, ey. Ich glaube, wir cutten direkt hier innen mittendrin. Kacke. Okay, gut. Das war knapp. Ja, machen wir den weg. Zack. Jetzt ist die Folge wieder zu lang. Ich weiß nicht, wie lange ich die Folgen machen soll. Ah. Aber ich habe das Gefühl, heutzutage sind Let's Play-Folgen, werden die immer länger und länger. Oder bin das nur ich? Oder ist es nur, weil ich viel Nintendo gucke und der so die Folgen so lange macht? Ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl. Und dieses Gefühl sagt mir das. My mind is telling me no, but my body is telling me yes. Wisst ihr? So, haut ab alle. Nehmen wir den mal weg hier. Sich nehme ich auch mal weg hier. So, unsere Pflanzen, unsere Piranha-Pflanzen, Smash, man.
unserem Shopper. Choppy, choppy. So, die Barriere hier. Bam, doppel. Doppel gemobbel, doppel woppel. Oh, nice, dankeschön. Danke für die kleine Spende. Changes, changes, bros. Überall Changes hier auf meinem Kanal. Aber ich will ja nur mehr oder weniger experimentieren, so. Ich weiß ja noch nicht, ob ich so Sachen ändern will oder nicht. Also nicht mein Konto bleibt natürlich so wie immer, aber. Also wie ich den mache, ob ich das wirklich anders machen soll, weißt du? Das ist halt noch so ein Ding. Aber ich dachte mir so, ich will unbedingt diese Folge aufnehmen. Die nächste weiß ich nicht, weil ich habe keinen Bock irgendwie auf Zombotanik 2 und den Endboss. Vor allem auf Zombotanik 2, weil ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Das ist schwer. Vielleicht brauche ich da auch noch eine extra Pflanze. Oder ich gucke einfach wieder YouTube-Videos, wie Leute da die beste Taktik haben, so wie ich es heute gemacht habe. Don't know. Die sind alle schon am Weinen, das finde ich nicht gut. 25 Minuten schon. Das ist wieder eine lange Folge. So, was können wir noch machen? Genau, Melonen. Haut mal ab hier! Bam! Instant Down. Ich komme mal hier aufs Maul. Bam! So, hau ab. Könnt ihr nicht durchkommen. Vielleicht mache ich die auch weg und mache da Melonen, weil das sind einfach schlechtere Melonen, wisst ihr. Die kosten zwar 100 und die 300, aber dafür sind die halt viel besser. Von daher macht es eigentlich mehr Sinn, mit denen zu kämpfen. Mal schauen. Weil es ist schon 26. Ja, die Folge wird XL, mir egal. Hey! Nein! Hey, 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 so haben wir nicht gewettet, Bro. Das wollte ich so nicht. So, Melone, wo packen wir die hin? Packen wir die hin? Jetzt bin ich knapper. Aber ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback in den Kommentaren gespannt. Ich hoffe, ich krieg was in den Kommentaren. Oh, Kommentare sind so schön, wenn man welche bekommt. Meistens, manchmal. Erster! Hallo! Wie geht's? Beste Kommentare einfach. Hundertprozentig. Aber ich verstehe das nicht, wenn Leute einfach in die Kommentare schreiben, hi. Hi, einfach hi. Yo, hi, was geht? Why? Wieso? Das macht gar keinen Sinn. Egal, so, wir haben es geschafft. Baum. Ja, da muss man auch was damit zu tun. So. Leute. Das war's. Bye.